Das sind Informationen, die nicht stimmen oder manchmal stimmen, aber man ein bisschen umsetzt, also so ein bisschen übertreibt oder so. Ja, das sind Nachrichten, die verbreitet werden, aber nicht stimmen. C'est une nouvelle ou une information transmise par des réseaux sociaux, ou bien transmise juste comme ça, mais qui est fausse, ou bien qui est partiellement fausse. Ja, Informationen, die extra in einer anderen Form dargestellt werden, dass nicht die Leute sich durch etwas beeinflussen. Fake. Fake. Real. Spass. Fake. 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 Könnte schon noch real werden. Real. Fake. Real. Nicht immer. Also ich schaue, wie die Person spricht oder so. Ich spüre es irgendwie einfach manchmal von den Gedanken, wenn jemand Fake News sagt. Déjà, si je vois que la nouvelle est un peu bizarre, bah, je vais me dire non, mais c'est pas possible. Puis après, si vraiment je m'intéresse à ça et si je veux vraiment savoir, alors je vais faire des recherches ou je vais demander aussi à mes proches, à mes amis. Mais la plupart du temps, je trouve que ça se voit. Ich glaube, man erkennt nicht alles, aber so die fest gefälschte Sachen kennt man schon. Und jetzt zum Beispiel so bei einem Beitrag oder so, habe ich das Gefühl, ist meistens hat es recht viele Schreibfehler drin oder ist irgendwie extrem formuliert oder hat halt irgendwie keine Quellenangabe oder so. Ja, herzlich willkommen zurück hier im schönen Festsaal im Erlacherhof. Ja, und ihr habt es schon ein bisschen gehört, es geht um das Thema, das uns alle bewegt, aber natürlich uns Medienschaffenden im besonderen Mass. Und das so im besonderen Mass in den letzten Jahren, es hat dann nämlich so ein bisschen eine Zuspitzung und eine Konzentration gegeben. Es ist zu einem Schlagwort geworden. Das Schlagwort heisst Fake News. Was ist wahr, was ist nicht wahr, was wird verzerrt wiedergegeben? Und vor allem, wie können all die Medienschaffenden die darüber berichten, schauen, dass eben keine Fake News verbreitet werden, dass das alles nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert ist, bevor etwas entweder über den Sender geht, in der Zeitung entsteht, online irgendwo abrufbar ist oder ja, online heisst auch die digitale Welt irgendwo näher im Internet gesetzt ist, was so schnell nicht mehr verschwindet. Ich habe eine wunderbare Runde hier zusammen von Berner Medienschaffenden und möchte ganz herzlich begrüßen den Patrick Völz, Chefredakteur vom Bund, herzlich willkommen. Der Wolf Röcken, stellvertretender Chefredaktor der Berner Zeitung BZ, herzlich willkommen. Dann Nicole Meyer, Chefredaktorin Kiesten SDA, herzlich willkommen. Und per Zoom zugeschaut aus Washington, ich hoffe, das klappt. Isabel Jacobi aus Washington, SRF-Korrespondentin, herzlich willkommen an diesem heutigen Mittag. Frau Jacobi, die gehört uns. Wenn ihr mich hört, dann ist alles gut, ich höre euch. Jetzt höre ich euch auch, das ist aber super, wie man da digital unterwegs ist, dass das technisch alles klappt. Wunderbar, Frau Jacobi, erste Frage zu euch über. Es nimmt natürlich auch wie Wunder. Wie ist die Stimmung im Moment in Washington? Was läuft in diesem brennenden und heissersehenden Wahlkampf in dieser Endphase innen? Ja, also wenn ich ins Büro gehe, ist alles verbarrikadiert. Also ich komme fast nicht mehr in mein Büro rein. Es ist alles zugenagelt mit Holz. Wir warten hier Unruhe in der nächsten Woche. Und heute will das Weiße Haus eine Mauer aufbauen mit einem recht grossen Perimeter bis zu K Street rauf. Und wenn man Washington kennt, also ja, mein Kommentar war irgendwie «Build the wall», oder? «Promises kept». Aber es wird auch eine rechte Strubi-Woche. Ja, wir sind in den USA, steht Demokratie auf dem Prüfstand und niemand weiß, wie die Wahlen wirklich werden ablaufen und ausgehen. Ja, ja, einer von den Kandidaten, den wir bestens kennen, der Donald Trump, ist auch derjenige, der den Begriff Fake News in den letzten 4 Jahren geprägt hat, wie kein anderer. Ist Fake News etwas, das grundsätzlich von ihm oder von Amerika aus ist, Frau Jacobi?
Ja, also er ist sicher, also ich meine, die Lügenpresse, die Diskussion gibt es ja auch in Europa. Denn, als ich noch beim Echo war, haben wir uns sehr mit dem auseinandergesetzt, vor 5 Jahren oder so. Und das war vor der Präsidentschaft vom Trump. Jetzt bin ich aber hier in den USA und bekomme das natürlich hautnah mit. Ich bin dem quasi als Journalistin täglich ausgesetzt, dass... Ja, also die Washington Post hat so einen Fact-Checker und kürzlich haben sie gemeldet, dass es der Präsident Trump jetzt innerhalb von während seiner Amtszeit über 20'000 Mal falsche Informationen in die Welt gezogen hat, also Lügen. Und ja, also der gleiche Mann, der behauptet, dass Mainstream-Medien Fake News produzieren, produziert die meisten Fake News und das ist ja irgendwie bezeichnend. Ja. Also wenn man zu euch rüber schaut, in die USA, was hat man denn dort überhaupt für Kontrollmechanismen, dass man sagen kann, wir nehmen Fake News ernst und wir schauen wirklich auch an, was da rausgeht und was nicht. Und versuchen seriös Bericht zu erstatten und nicht nur rumzupoltern. Ja, wisst ihr, ich glaube, da passiert wahnsinnig viel. Also eben schon nur die Fact-Check-Seiten. Also da ist extrem viel passiert von Blättern wie New York Times oder Washington Post. Ich glaube, es wird viel gemacht. Ich glaube, man muss auch langsam ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde langsam, man muss ein bisschen sagen, Fake News ist nicht so unser Problem, sondern es ist das Problem von einer politischen Welt, die es mit der Wahrheit überhaupt nicht mehr genau nimmt, die einfach irgendetwas sagt. Und das ist natürlich in der Trump-Administration relativ weit getrieben worden. Also ich würde einfach, bevor ich würde mea culpa sagen, weil ich finde, viele Medien machen einen super Job, wirklich, und nehmen das ernst und nehmen es seit Jahren ernst. Und ich finde, wie der Fokus, selbstverständlich müssen wir schauen, wie wir damit umgehen, über das können wir gerne reden. Aber ich finde es auch noch wichtig, einen Moment lang dort zu verweilen. Und man muss sagen, was passiert eigentlich? Was sind wir eigentlich, wir Medien, was sind wir da ausgesetzt? Bevor wir darüber diskutieren können, wie wir darauf... Der Schritt ist für mich immer ein bisschen schnell, in einem vorauseilenden, ja, wir wollen es möglichst gut machen und wir haben vielleicht ein Problem. Zuerst mal schauen, oder was passiert. Und da passiert im Moment während dem Wahlkampf enorm viel. Also die Fehldesinformation ist riesig und wird in der nächsten Zeit noch riesiger werden, wenn die Wahlen verzögert werden. Wird der Vorwurf von Wahlbetrug, das sind meistens Desinformationen, die da kursieren. Oder auch, also ich meine, Corona ist ein Beispiel. Also dort ist es so weit gegangen, dass sogar die Agenturen, die Regierungsagenturen wie die Seuchenbehörden nicht mehr ist an Daten hergekommen, weil die Trump-Administration den Spitälern hat gesagt, sie dürfen Daten nicht mehr liefern. Also das ist verunmöglicht worden, die Wahrheitsberichte, die wissenschaftlichen Wahrheitsberichte und stattdessen eine Gesundheitsbehörde von Trump-Administration das hat berichtet, was sie für politisch opportun haben gehalten. Oder ich meine, im Wahlkampf Hunter Biden ist so ein Beispiel, also eine Desinformationskampagne, wo man genau muss anschauen muss, wo vor allem zum Beispiel bei nicht sehr gebildeten Schichten der Wähler und Wählerinnen im Moment wild kursiert. Also ich bekomme das nicht auf meinem Feed, aber die Latinos in Florida bekommen Wellen von Desinformation. Das andere ist, dass der Biden ein Pädophilen ist. Oder? Das ist etwas, das wild kursiert und die Leute glauben es, vor allem auf der republikanischen Seite. Glauben das, also das ist eine QAnon-Geschichte, die mittlerweile überall ist. Aber es ist schon so, es ist in der Masse und in der Krassheit um den Weg, die, all die Meldungen, dass die Bevölkerung ja keine Chance hat, das irgendwie auseinander zu dividieren und zu schauen, was für hat jetzt und was ist völliger Quatsch. Latinos zum Beispiel, man muss schauen, was das ist. Oder? Ein Latino in Florida, ich will das da nicht pauschalisieren, aber viele konsumieren gar keine Mainstream-Medien. Die kommunizieren in WhatsApp-Gruppen. Und also die Verschwörungstheorien finden jetzt häufig in Südflorida auf WhatsApp-Gruppen von vielleicht 100 Leuten statt, wo solche Informationen infiltriert werden. Und natürlich, wie soll jemand das gegenchecken? Ich meine, das sind die lesen die Fact-Checking-Seiten nicht. Das ist
Und viele sind ja gar nicht interessiert. Also ich meine, in dieser polarisierten Welt willst du einfach das hören. Du willst nicht eine andere Meinung hören. Und darum ist das ein gegenseitiges, es ist ein Teufelskreis, was sehr schwierig ist zu durchbrechen, auch wenn viele Medienleute sich sehr Mühe geben. Ja, vielleicht auch noch etwas anderes, der Aspekt von Fake News, nämlich nicht nur, dass Nachrichten verbreitet werden, die so nicht stimmen oder vielleicht verzerrt wird, sondern mit dem Prädikat Fake News wird eigentlich ohne Verleumdung betrieben, gerade von den Medien. Das Amerika, also eine Unglaubwürdigkeit, die ja nicht auf einzelne Medien sich beruft oder auf einzelne Geschichten, sondern einfach das Bandenweg, das soll heissen, glauben die Medien nichts. Das ist etwas, was wir so hier zu Europa nicht kennen. Völlig verwässerter Begriff oder Fake News wird ständig, also es wird für alles gebraucht. Einfach alles, was nicht der Meinung entspricht, ist dann einfach Fake News. Also es ist völlig verwässert. Aber es funktioniert, die Leute springen darauf an. Medienkritik ist sehr in. Also ich glaube, der Tweet von mir, der am meisten retweetet wurde, ist eine Medienschelte gewesen. Und ich habe gefunden, ja gut, so habe ich es jetzt auch wieder nicht gemeint. Oder? Es zieht das Zeug. Wir merken, dass das Feuer rum ist. Und ja, ich finde die meisten Medien nicht so schlecht, wie im Moment das dargestellt wird, ehrlich gesagt. Ja. Ja, Frau Jacobi, merci vielmals für die Ausführungen. Merci, dass wir mit euch reden können in Washington. Am Schluss sei die Frage gleich erlaubt, obwohl wir nicht einen Kaffeesatz lesen wollen, aber aufgrund von dem, was ihr vor Ort so ein bisschen mitbekommt und wahrnehmt, was denkt ihr, was werden wir am Mittwochmorgen hier Schweizer Zeit für ein Ergebnis haben? Wahrscheinlich kein Ergebnis. Also, es gibt wie zwei Varianten. Entweder schafft der Joe Biden Florida zu gewinnen, also er kann irgendwie den Sandbelt holen oder Trump links den Sandbelt im Süden zu verteidigen, Arizona, Florida, North Carolina. Wenn er das kann verteidigen kann, dann hat er gute Chance auf eine Wiederwahl und dann wird es auch länger gehen, weil Pennsylvania, Michigan und Wisconsin, die Resultate werden ein paar Tage brauchen, bis sie kommen. Also entweder ein schneller Sieg von Biden oder dann eine lange, komplizierte Geschichte mit vielen Tausenden von Anwälten und Klagen etc. Wir schauen spannend rüber nach Washington, Frau Jacobi. Merci vielmals für das Gespräch. Merci vielmals, dass Sie sich Zeit haben genommen. Und alles Gute. Danke und adieu. Ja, wir haben es gehört in dieser Runde. Patrick Feutz, Wolf Röcken und Nicole Meyer. Fake News, zu Amerika noch mal ein bisschen heftiger, als das vielleicht hier um den Weg ist. Bevor wir vielleicht zu diesen einzelnen Fällen kommen, Patrick, was hast du für dich persönlich schon für Berührung gehabt mit Fake News? Jetzt vielleicht abgesehen von dem Beispiel, das wir jetzt einmal anschauen. Also ich glaube, die Verhältnisse sind nicht vergleichbar mit den USA. Die Digitalisierung der politischen Kommunikation ist noch nicht so fortgeschritten wie in den USA, wo ein Hauptteil der Auseinandersetzung über Social Media stattfindet, die wirklich schwierig zu kontrollieren sind. Aber das Beispiel, das ich dir bringe, zeigt, das Thema geht uns auch etwas an. Und ich bin ja ganz einverstanden quasi mit der Aussage oder Fake News geht Medien. Ist nicht so ein Problem der Medien, sondern ist ein Problem vor allem der Absender. Wir haben natürlich eine riesige Verantwortung beim Verbreiten von Informationen. Und der Kern des Ganzen ist ja letztlich durch die Digitalisierung, die ganze Informationsverbreitung beschleunigt hat, bleibt für das ein bisschen weniger Zeit. Und das können wir sicher ein Beispiel diskutieren, dass das halt uns auch jetzt Bern betrifft. Ja, wir kommen jetzt zu diesem Beispiel. Auch Berner Medien sind nicht gefällt, dass da zwischendurch etwas passiert, wo nicht ganz genau der Wahrheit entspricht oder verdreht wird oder falsch wiedergegeben wird. Du hast uns ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, um was es geht und wenn das stattgefunden hat. Genau, es ist ein Beispiel, das sich effektiv vor unserer Haustür hat abgespielt. Es ist ein Beispiel, wo die zwei Berner Titel Bund und BZ Fake News erlegen. Fake News haben weiterverbreitet. Nicht nur wir, sondern auch noch ganz bekannte Politiker. Wer es ist, verrate ich jetzt noch nicht, dass es noch ein bisschen spannend bleibt. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass man vielleicht noch einmal ganz schnell kann rekapitulieren, warum die Situationen entstehen. Ich habe es gesagt, das Tempo der Informationsverbreitung hat sich extrem beschleunigt. Das ist ein riesen Vorteil. Wir alle kommen schnell Informationen her.
wir alle können schnell Informationen verbreiten. Das Problem daran, die Erwartungshaltung auch von den Leuten. Man will, wie Big News ist oder hier in Bern noch bei kleineren News, selbstverständlich immer das Neueste erfahren. Das Bild für das sind die Leute, die dauernd am Handy sind. Das führt die Medien in einen Konkurrenzdruck hinein. Ein Medium, das eine News viel später bringt als Konkurrenz, steht schlecht da. Und unter Zugzwang geraten letztlich auch Politiker, Leute der Verwaltung. Ob ihnen ist die Zeit der Gemütlichkeit eigentlich vorbei, weil vom Politiker erwartet man dann sehr rasch ein erstes Statement, eine erste Reaktion. Und wer die nicht liefern kann, dann hat man dann das Gefühl, ups, da ist nicht im Bild, was läuft. Oder versteht von Sache nichts. Und das wollen ja Politiker gar nicht, dass der Eindruck entsteht. Darum tun sie lieber schneller etwas sagen, als dass sie noch etwas denken. Selbstverständlich, und das ist mir auch ein Anliegen, als ich ein Beispiel gesucht aus Bern gesucht habe, musste ich lange suchen. Es gibt nicht so viele Beispiele. Es ist nicht ein Riesenproblem zur Beruhigung. Und das Zweite, Fake News kommt in der besten Familie vor. Das Beispiel dort unten, die NZZ hat letzten Frühling den Tod von Hans Magnus Enzensberger, vom deutschen Dichter, verbreitet. Als Big News, Primeur. Und hat den Kurs darauf haben müssen korrigieren, weil sie eben eine Falschmeldung im Internet sie aufgehockt. Jetzt das Beispiel, das ich diskutieren möchte. Fabrikul, für die, die sich nicht mehr erinnern. Das ist die alte Schreinerei der ehemaligen Fabrik von Roll in Hingere Lengast in Bern. Das Haus gehört dem Kanton, hat man jahrzehntelang verlottert. Junge Leute haben es dann besetzt, haben dort tolle Sachen gemacht. Es hat einen Zwischennutzungsvertrag mit der Stadt Bern gegeben. Es haben sich aber zwei Architekten finden lassen, die gesagt haben, wir sind bereit, in das Haus zu investieren. Sie wollen dort Studentenwohnungen einrichten, ein Bio-Café, Biomerit, also nicht ein böses kapitalistisches Projekt. Aber den Jungen ist das schon zu weit gegangen. Sie sind geblieben, haben nicht gehen wollen. Polizeiliche Räumung. Und nachher, seither ist das Haus abgesperrt. Das ist quasi der Ausgangspunkt von dieser Geschichte, die ich hier erzählen möchte. Am 12. Juni 2019 ist nach dem 10.50 das Kommuniqué gekommen, das gestanden ist, wenn ich es zusammenfasse, wir zwei Architekten, wir haben eingesehen, dass das Quartier eigentlich das Besetzermodell will, dass das denen gefällt, dass sie finden, das sei eine tolle Sache. Wir wollen da nicht stur sein und ziehen uns von diesem Projekt zurück. Das Kommuniqué ist um 10.15 Uhr gekommen. Jetzt lokalpolitisch war das eine Bombe. Hat wirklich Aufsehen erregt. Was ist dann passiert? Wie gesagt, 10.15 Uhr das Kommuniqué. Eine Stunde später hat nachher die Berner Zeitung einen Artikel geschrieben, Fabrikul-Käufer ziehen sich zurück. Und dort hat der Regierungsrat Christoph Neuhaus Stellung genommen und gesagt, wir bedauern das. Der Bund hat nichts gemacht. Dort ist die E-Mail im Papierkorb gelandet. Ich sage dann nachher noch, warum. Wo wir allerdings haben gesehen, dass BZ Artikel gemacht hat, immerhin mit der Stellungnahme vom Regierungsrat, haben wir gefunden, ups, das haben wir verpennt. Müssen wir sofort dran. Wir haben mal eine Meldung rausgelassen, kurz darauf haben, einen erweiterten Artikel, auch nochmal im Regierungsrat angerufen, der gesagt hat, wir sind vom Entscheid überrascht worden. Ich persönlich habe die Taste gegriffen, habe einen Kommentar geschrieben. Das ist der einzige Kommentar, den ich geschrieben habe zum Ereignis, das nicht gestorben hat. Kurz darauf haben wir ein Telefon bekommen von jemandem, der gesagt hat, das ist alles Fake News. Wir haben dann am 17.18. das dementiert, Guerilla-Aktion von Fabrikul-Sympathisanten. Die zwei Architekten ziehen sich nicht zurück. Auslöser war offenbar eine gefälschte Medienmitteilung. Die BZ hat dann eine halbe Stunde später auch korrigiert und hat geschrieben, die Käufer der Schreinerei ziehen sich nicht zurück. Was ist passiert? Ja, beide Medien haben ihre klassische Aufgabe nicht wahrgenommen, nämlich vom Checken von Quellen. Wie glaubwürdig ist die Quelle? Wie gross ist der Wahrheitsgehalt? Das Ganze war effektiv auch noch ein bisschen begünstigt gewesen durch die unglückliche Umstände. Die zwei Architekten waren nämlich an diesem Tag in einer Retrette, haben von dem gar nichts mitbekommen, waren nicht erreichbar, hatten das Handy abgestellt
Und sonst hat sie ja viel früher eingegriffen und dem Karussell eine Sendung gesetzt. Das ist also die Guerilla-Aktion schon mal, wenn die nicht retten wäre, wäre nicht so Erfolg gewesen. Aber wir haben auch diskutiert, weil wir sagen, ja, das darf ja nicht passieren, oder? Es passiert selten, aber hier ist es passiert. Es ist peinlich, es ist schlecht für die Glaubwürdigkeit der Medien. Wir haben dann geschaut, was ist unser quasi interne Dispositiv und haben das nochmal geschärft und sind dann zu quasi 5 Kriterien gekommen, die wir einfach seither wirklich konsequent müssen anwenden müssen. Wenn es darum geht, lässt man Medienmitteilung unter Zeitdruck subito raus oder tut man wirklich die ganze Fact-Checking-Maschinerie in Gang bringen. Ein wichtiger Punkt ist effektiv die E-Mail-Adresse. Es gibt bekannte E-Mail-Adressen von Institutionen, wo man mit einem Griff ins Web schauen kann. Die Person, die vor dran steht, gibt es die. Ein Problem ist bei den generischen E-Mail-Adressen, Bluewin oder PersoB, wie eben auch hier, die kann jeder anlegen. Dort gilt seither bei uns die Regel, wer mit so einem Domainnamen kommt, dort gehen wir dran, schauen wir nachher, bevor wir etwas rauslösen. Ein zweiter Punkt. Ups, jetzt hat sie ein bisschen verrissen, ist die Auskunftsperson. Oder? In aller Regel ist auf Medienmitteilung eine Auskunftsperson. Hier ist gestanden, erteilen keine weiteren Auskünfte. Das ist ein Alarmzeichen, das ist ganz selten. Also hier hat man eigentlich müssen sagen, Grund zum Facts-Checking. Das klappt offenbar nicht. Ein dritter Punkt ist einfach der Stil der Pressemitteilung, also ein bisschen Quellenstudium. Diese Mitteilung die war voll Fehler. Orthografische Fehler, also das Firmenlogo hat gefehlt. Also eigentlich sehr suspekt. Von 2 Architekten darf man verlangen, dass die gerade Sätze schreiben können. Und das war auch der Grund, warum der Dienstredaktor bei uns die wirklich im elektronischen Papierkorb hat geworfen hat. Ein vierter Punkt ist, also je brisanter die News, desto höher der Druck, das nachzuchecken. Jetzt für lokalpolitische Verhältnisse ist die News eine brisante News gewesen. Und ein fünfter Punkt, man muss ein bisschen schauen, bei welchen Themen das wir sind. Also Antifa oder alternative Szenen, das sind Leute, die Politik, sagen wir mal diplomatisch gesagt, auch ein bisschen spielerisch auffassen. Und sich Spass daraus machen, mal so einen Scherz zu machen. Dort ist sicher bei solchen Absender oder bei solchen Themen erhöhte Aufmerksamkeit seitens der Medien gefragt. Das sind so unsere 5 Learnings aus dem Fall Fabrikul. Merci vielmals, Beat. Und bevor ich zum Wolf komme, Patrick, so gut kann ich nicht Skifahren wie der Beat. Patrick Feuz, Entschuldigung. Ja, ein Gruß an Beat Feuz in diesem Moment. Patrick, Entschuldigung. Bevor ich zum Wolf überkomme, der vor Berner Zeitung da ist und ich dir noch schnell nachhake wegen dem Fall, möchte ich einfach sagen, von uns aus als Telebern, wir sind natürlich an diesem Tag knapp vorbeigeschlittert. Einfach allein aus dem Umstand, dass wir am 6. mit unserer Sendung auf Sendung wären. Und wir sind natürlich aufgrund von dem, was sich abgespielt haben, auch an dieser Geschichte dran gewesen. Und sind allein durch unsere Deadline und durch das, wir am 6. Sendung haben, näher wieder ausgestiegen. Weil sonst hat es uns genau gleich gehabt. Ja, einfach das fairerweise zum Sagen. Jetzt komme ich zu dir, Rolf. Und Wolf, ein kleines Problem mit dem Namen. Wolf, Entschuldigung. Bevor wir zu deinem Thema als solches kommen, einfach kurz nachgefragt. Das Kommuniqué ist reingekommen und ich habe jetzt aus dem Stand heraus gesagt, muss man nicht die beiden Personen, die beiden Architekten, was betrifft, grundsätzlich erreichen und mit denen persönlich können reden, bevor man etwas rauslässt. Ja, das ist sicher ein Vorgehen, das wir in anderen Fällen, in allen Fällen eigentlich machen. In diesem Fall ist es so, dass die 2 Architekten auch in den Wochen und Monaten vor dafür eigentlich bekannt waren, dass sie eben nicht viel Auskunft oder gar keine Auskunft geben. Darum ist auf den ersten Blick auch das Statement, wir geben keine weitere Auskunft, eigentlich nur ein bisschen folgerichtig sein. Wo man dann dem zuständigen Politiker angerufen und er eigentlich wie von der Tatsache ausgegangen, ja, das ist ja so und jetzt gebe ich noch meinen Kommentar dazu ab. Ist das für uns eigentlich dann, das Merkmal gewesen, die Quelle kann ja nicht sein, dass er so etwas sagt, was er nicht weiss, was nicht verifiziert eigentlich ist.
Und erst nachdem, wo wir die Meldung hatten, den Kommentar von Christoph Neuhaus, haben wir die Meldung online gestellt. Das war auch für uns natürlich der Indikator, also wenn der Regierungsrat selber Stellung dazu nimmt, dann ist es so von unserer Seite nicht mehr weiter hinterfragt worden, sondern wenn er Stellung nimmt als zuständige Amtsperson, dann wird es stimmen. Womit wir bei deinem Thema wären, du hast nicht einen speziellen Fall mitgebracht, sondern das Thema Faktencheck, wo es darum geht, eben, wie tut man solche Fälle vermeiden, was ist das Prozedere, was gilt es in den Redaktionen zu beachten. Heute vielleicht umso mehr, weil wir heute neben den einschlägigen Medien von ganz vielen anderen Nachrichten auf Social Media Kanälen abgelenkt sind und von jeden Tag eingedeckt werden, wo man sowieso nicht mehr verifizieren kann. Darum ist, glaube ich, die Arbeit, die ihr macht, besonders wichtig. Genau, also ich möchte dort anknüpfen an dem, was Kollegin Isabelle Jacobi auch gesagt hat, das Fact-Checking. Auf Berndeutsch sagen wir einfach einen Faktencheck, der jetzt in der letzten Zeit häufiger geworden und wo wir jetzt so vermehrt im Lokaljournalismus einsetzen als Darstellungsform. Man muss sich eine Arena vorstellen, Schweizer Fernsehen, Freitagabend, da gehen die Schlagwörter nur noch so hin und her. Da heisst es, ja, die Schweiz braucht 12 und 12 für, so, für das und das im Budget, aber nur die Summe für XY, und das kann nicht sein. Das sind Aussagen, die da in einer Sekunde schnell auf die Moderatoren und auf die anderen anwesenden Gäste hineinkommen und sind in diesem Moment unmöglich überprüfbar. Es gehört aber dazu, dass man solche Argumente und solche Zahlen eigentlich braucht, um seine ganze Geschichte zu stützen, um die politische Haltung, um das ganze Anliegen eigentlich zu untermauern. Und die können in diesem Moment nicht hinterfragt werden. Es ist die Inlandredaktion, die Tamedia-Zeitungen eigentlich hat. Die haben seit einem Zeitpunkt angefangen, den sogenannten Faktencheck zu machen. Das heisst, möglichst rasch nach dem Ende der Arena mit den wichtigsten Aussagen, mit den prägnantesten Forderungen, die sie gefallen, die einem Faktencheck zu unterziehen und zu schauen, was ist daran richtig, was ist falsch. Ich glaube, das Gefährliche an diesen Behauptungen, die da unterwegs sind, ist vor allem, dass sich die unglaublich schnell verbreiten, via Social Media auch. Hast du gehört, hast du gelesen, so viel und so viel vom Budget brauchen wir für das, gibt es doch nicht. Und eigentlich keine Gelegenheit mehr kommt, dass die widersprochen werden. Und mein Beispiel soll ein bisschen zeigen, wie wir versuchen, das auch in Lokaljournalismus umzusetzen. Wir haben dort drei Punkte, wo es eigentlich darum geht, warum wir das so machen. Eben, überall steht Transparenz von den Informationen. Es geht um eine Einordnung dort auch dabei. Und bei uns geht es also weiter noch darum, dass wir eine weitere Form haben von journalistischer Darstellungsform, wie man das Thema kann behandeln kann. Das Beispiel ist aktuell. Es ist erst ein paar Tage her. Wir befinden uns in Stadt Bern jetzt im Wahlkampf. Da kommen auch Sachthemen auf das Parkett. In diesem Fall ist es das Beispiel vom Budget Stadt Bern. Wir haben hier ein bürgerliches Komitee, das auftreten und das quasi aufgerufen dazu hat, das Budget der Urne abzulehnen. Das gehört selbstverständlich zum Wahlkampf. Darf man immer auch. Wir haben aber das zum Anlass genommen, die prägnantesten Aussagen, die dort gefallen, einen Faktencheck zu unterziehen. Das besteht aus mehreren Teilen. Ich kann das an diesem Beispiel zeigen. Das ist eigentlich klassisch, wie das auf unserer Webseite auch publiziert wurde. Mit einem Titel und Lied, wo wir die Ausgangslage eigentlich festlegen. Wir kommen dann hier in den Bereich. Oben sehen wir den Fakt oder eben den möglicherweise Fake News Aspekt, der an dieser Pressekonferenz, diesem Auftritt, ist geäussert wurde. Den listen wir so auf. Unverändert natürlich, so wie er ausgesprochen wurde. Der zweite Teil ist der Check. Das ist unser Bereich von Redaktion. Wir verlinken die Aussage anreichern, wir verlinken auf andere Texte, die Hintergrundinformationen dazu bringen. Wir stellen das in Zusammenhang und schauen, wie weit wir dort eigentlich können sagen können, das entspricht alles genau der Tatsache. Oder wir sind dort kommen dort auf andere Resultate. Der dritte Teil ist dann eigentlich das Fazit. Um einerseits zu probieren, textlich festzuhalten und das auch in einer grafischen Form auf einer Skala von eben falsch bis richtig zeigen, wie wahr das die Aussagen sind, wie viel stimmt und wie viele Fakten das dort eigentlich richtig sind, wie viele Fakten aber auch zu korrigieren sind. Am Schluss haben wir vier oder fünf Punkte, die wir uns dort angeschaut haben und am Schluss zu jeweils einem Fazit kommen zu diesem Thema. Es gibt in dem Sinne kein Gesamtfazit. Und gleich glauben wir, dass es für eine Leserschaft sehr gut nachvollziehbar ist, in welchem Bereich man da ist. Und inwiefern dass die Aussagen Wahrheitsgehalt verheben oder eben nicht.
Wir setzen das ganze Tool nicht bei jeder Aussage, nicht bei jedem Auftritt ein. Es braucht auch Arbeit und es hat auch natürlich ein Thema, das Patrick vorhin angesprochen hat, es braucht eine gewisse Zeit. Also man kann nicht diesen Faktencheck veranstalten, 5 Minuten nach einer Pressekonferenz von einem Komitee, das mit Forderungen und Zahlen um sich lässt. Das geht nicht. Also das Tool ist auch ein Instrument, das im Ganzen das Tempo rausnimmt, wo wir probieren, selbstverständlich möglichst schnell zu publizieren, auch, dass wir möglichst rasch mit dem Faktencheck können, informieren können. Aber es ist nicht das Tool, das eine Aussage innerhalb von wenigen Minuten auf einen Wahrheitsgehalt überprüfen kann. Ist aber ein Qualitätstool, das sich heute wahrscheinlich auch nicht jede Redaktion leisten kann? Es ist in dem Sinn, es gibt so 2 Stufen. Die erste Frage ist, wann wenden wir es an? Ist das ein Sachverhalt, was es lohnt, was es könnte lohnen? Und das Zweite ist dann effektiv der Aufwand, kommen wir an die Informationen her, um den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Braucht seine Zeit, ist natürlich auch wie ein Supplement. Also nachdem die News draussen ist, eigentlich ist die Frage, eben, macht man den Aufwand und macht man das? Oder lässt man bei den News wenden? Und die sind dann eben eigentlich verteilt, auf denen wird dann die nächste Geschichte aufgebaut, gerade in einem Wahlkampf. Wenn das mal so steht und eigentlich unwidersprochen ist, ist das natürlich klar, kann das sich weiter entwickeln. Und wenn wird es eingesetzt? Aber du hast ja gesagt, Wahlkampf und die Themen, wo natürlich jede Partei und jeder Kandidat herkommt und etwas blöd gesagt behauptet, macht das Sinn? Machen andere Themenfelder gleich viel Sinn? Wir sind noch sehr stark dort im Ausprobieren. Ich glaube, es braucht eine gewisse Flughöhe. Das ist sicher ein wichtiges Thema, das breit interessiert. Es funktioniert wahrscheinlich auch nur aber eine gewisse Grössenordnung von einer Gemeinde oder von einer Stadt, wo man das auch machen kann. Und es braucht auch gewisse Datenlage, wo man nachher auch Prüfbarkeit hat. Also es muss in einen öffentlichen Bereich hineingehen, wo man selber die Möglichkeit hat, relativ rasch danach die Sachverhalte zu überprüfen. Merci, Wolfröcken, für den Moment. Damit kommen wir zu Nicole Meyer, Chefredaktorin SDA Keystone. Ja, das Jahr ist für uns Medienschaffende natürlich etwas Besonderes, weil das hat für uns Funktion von Meldungen. Für den Zuschauer kurz zu erklären, wir haben Meldungen von SDA, die quasi Minutentakte reinkommen, so wie eine Art Ticker, wo wir zum Teil als erstes Meldungen mitbekommen, wo, ich sage es jetzt mal so, wenn ich etwas von SDA nehme, dann gehe ich davon aus, das ist Fakt und das stimmt. Und da tun wir uns als Medienschaffende eigentlich darauf verlassen, tue ich mich da, ist das gut investiert, wenn ich mich auf das darauf verlasse. Ja, das höre ich wirklich sehr, sehr gerne. Das ist genau unser Ziel. Wir haben wirklich als einzige verbleibende nationale Nachrichtenagentur haben wir eine immense Verantwortung bei Keystone SDA. Es sind praktisch alle Medien sind Kunden von uns in der ganzen Schweiz, sei es Zeitungen, Radio, Fernsehen, Online-Portal. Kommt dazu, dass natürlich jetzt mit dem Strukturwandel all die Kunden auch weniger Ressourcen haben, um selber Faktenchecks zu machen. Also ich höre das sehr gerne, was Patrick Feutz und Wolf Röcken da erzählen, dass man dort auch investiert. Tendenziell haben die Redaktionen weniger Ressourcen, um selber nachzuprüfen. Also sind sie umso mehr auf uns angewiesen. Ihr habt im Vorsprach gerade erzählt, ihr habt eine Stelle, die ihr Verification Office nennt. Das klingt auch sehr nach Faktencheck. Was ist das genau? Was steckt da dahinter? Genau, ich muss vielleicht ein Zacken noch schnell zurückfüllen. Völlig frei. Genau. Für uns war Verifikation schon immer wichtig bei der Agentur. Das hat sich allerdings so ein bisschen auf Bestätigungsregeln beschränkt. Das heisst, wir dürfen schon seit eh und je nicht einfach unprüfte Informationen von anderen Medien oder von anderen Akteuren einfach übernehmen, sondern wir gehen an den Ursprungsquellen nachfragen, ob das stimmt. Vorher war das Beispiel vom Tod des Enzensberger, also genau solche Sachen. Wenn wir irgendwo lesen, Polo Hofer ist gestorben, Lies Assia ist gestorben, dürfen wir das nicht einfach übernehmen, sondern wir müssen wirklich nachfragen beim Management, bei der Familie. Also jetzt habe ich auch schon alle möglichen Sachen erlebt, habe mit dem brüllenden Manager oder Berater von Lies Assia telefoniert, mit der Familie von Achille Casanova, wo er gestorben ist. Da muss man wirklich fragen, sind sie wirklich Tochter? Das können sie mir sagen, wie ihre Telefonnummer ist. Das ist nicht immer ganz angenehm. Oder wenn Inside Paradeplatz sagt, UBS und CS fusionieren. Ja, also dann gehen wir mal zuerst auf die Medienstelle los und schauen, was dort läuft. Das war bisher so ein bisschen das, was wir gemacht haben. Und jetzt, eben, wie du gesagt hast, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben seit einem Monat einen sogenannten Verification Officer. Das ist eine junge Frau, die wir angestellt haben. Die jetzt halt, wir sind eigentlich noch zu früh, um über das Projekt zu reden. Aber ich sage so viel, wie ich irgendwie kann, jetzt am 2. November 2020.
Das ist eine Stelle, die wir neu geschaffen haben, und zwar in Zusammenarbeit mit der DPA und mit Facebook. Also Facebook macht schon mit externen Partnern sogenannte Faktenchecks. Für Deutschland machen sie das mit der DPA. Und jetzt haben sie das ja beschlossen, dass sie das ausweiten wollen, auch auf Österreich und die Schweiz. Und für die Schweiz sind wir jetzt der Partner, aber in Zusammenarbeit mit der DPA, mit der Deutschen Presseagentur, weil uns einfach noch die Zertifizierung für Facebook fehlt. Das heisst, das Team von Facebook wählt gewisse Nachrichten, Postings aus, wo sie den Verdacht haben, dass die nicht könnten stimmen. Und dann können die Faktenchecker den Auftrag über das zu verifizieren. Und eben unsere neue Kollegin, die ist jetzt erst gerade dran, sich alle durch alle die Schulungen durchzugehen, online jetzt natürlich, weil sie nicht auf Berlin kann. Und sie hat jetzt selber noch keinen Faktencheck gemacht, aber es gibt bei der DPA eine Seite für Schweizer Fake News. Ich kann euch da mal schnell ein Beispiel sagen, was ich gefunden habe als letztes. Das war ein Herr aus Appenzell Innerrhoden, ein Facebook-Nutzer, der postet hat, der Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, der hätte schon gesagt seinerzeit, Viren sind einfach Ausscheidungen einer toxischen Zelle. Es passiert, wenn die Zellen vergiftet sind, sie sind nicht die Ursache von irgendwas. Und dann hat der Faktenchecker von der DPA beim Rudolf Steiner Archiv in Dornach nachgefragt und der Zuständige dort hat wirklich das ganze Archiv durchgeforscht und hat nachher können sagen, die Aussage stammt garantiert nicht vom Rudolf Steiner. Zudem hat es eine Internetrecherche gegeben und dann hat man gesehen, dass die Aussage erst im Jahr 2020 auftaucht und dem Steiner zugeschrieben wird. Genau. Und jetzt, das steht alles noch ein bisschen in den Stern. Die Idee ist, dass unsere Verification Officer dann auch intern in der Agentur ein Inhouse-Team aufbaut mit Leuten, die interessiert sind, dass man das allenfalls auch intern noch verwenden könnte. Merci vielmals für die Ausführungen. Jetzt möchte ich schnell die Runde auftun und sagen, wir haben vorhin das Thema von den verschiedenen Faktenchecks, die wir jetzt gehört haben. Und wir haben vorhin das Thema von Schnelligkeit. Also, wir sind darauf bedacht, dass das Medium möglichst schnell, natürlich auch vor unserer Konkurrenz, da wollen wir ehrlich sein, da nimmt das einfach eine Sonderstellung ein, mit einer Nachricht rauszuziehen, die online zu posten. Inwiefern ist dort das Gefahrenpotenzial eben höher als sonst, weil es darum geht, der, der eher ist, ist der Geschwinder, egal ob es stimmt oder nicht? Also, ja, bewusst gesagt, oder? Man muss wirklich ein bisschen Proportionen wahren. Es gibt ja beim Medienangebot heute von einer Zeitung, hat ihre Medienplattform. Dort geht es selbstverständlich ein gewisses Thema um Tempo. Aber der Grossteil des Medienangebots, neben diesen schnellen Geschichten, sind eben Geschichten, die man selber recherchiert, wo man selber tief schürfen kann, wo man Faktenchecks macht. Also es wäre jetzt eine irrige Vorstellung, dass das Medienangebot, vor allem bei den Medien, die Leute dafür zahlen und nicht gratis Medien sind, aus lauter schnellen News wird bestehen. Das ist wirklich ein kleiner Teil. Insofern relativiert sich das Problem auch ein bisschen. Aber das ist das, was ich mit meinem Beispiel habe versucht zu zeigen. Ich glaube, es wäre gefährlich, wenn man uns anlügen und sagen, selbst wir als Abotitel mit Online-Plattformen sind immer ganz cool und schauen nicht oft das Tempo. Bei einem Teil von eben News-Geschichten. Wolf Röckl, jetzt sind wir im digitalen Zeitalter und wir sind jetzt hier in den Digitaltagen, wo es auch um die ganz neuen Wege von Kommunikation geht und wie man überhaupt zu Nachrichten kommt. Ist es denn früher, wo man alles das nicht hatte, dann nicht auch viel anfälliger gewesen, dass es Falschmeldungen hat gegeben? Sogenannte Enten, wie man das dann noch genannt hat. Ich glaube, es ist ja, liegt sicher auch daran, dass es heute auch viel mehr Quellen gibt. Eben der ganze Social-Media-Bereich ist aufgekommen. Also viel mehr Leute können etwas mit verhältnismäßig kleinem Aufwand aussenden und erreichen damit eine recht grosse Masse. Und bei diesen Absendern laufen halt so Nachrichten nicht so Faktenchecks oder Überprüfungsmechanismen wie bei einer Agentur oder bei Redaktionen. Und das Aussenden, die vielen Kanäle, die dazu sind, kommen. Also vom Radio beim Telefax früher war irgendwie eine Quelle gewesen. Dann das Internet, die nächste grosse Revolution. Jetzt sind wir bei den sozialen Medien bei einer unglaublichen Vielfalt von Quellen, die dazukommen, die aber häufig auch zu journalistischen Geschichten führen können. So ist es ja nicht. Und ich glaube, die Vielfalt macht das schwieriger, ihre Beschleunigung auch, wo klar ist, dass auch
eine Geschwindigkeit bei sämtlichen Titeln eine grosse Rolle spielt. Wegen der Geschwindigkeit komme ich gleich noch mal auf die zurück. Zwar vorhin gesagt, das hat ein bisschen einen Sonderstatus, aber ähnlich ist es so, dass ich vorher gesagt habe, eure Meldungen sehe ich als erstes. Und aus denen mache ich dann vielleicht eine Geschichte daraus. Also inwiefern siehst du den Faktor Zeit, der noch zur Verfügung ist, für etwas zu recherchieren, als gewisses Gefahrenpotenzial, beziehungsweise geht die Meldung einfach so lange nicht raus? Halt. Ich sehe es insgesamt, sehe ich den Tempodruck schon ein bisschen als Gefahr. Es ist allerdings ein bisschen zweischneidig. Ich bin jetzt auch gerade maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass man jetzt bei der Agentur die letzten Monate auch noch mal ein Tempoprojekt gemacht hat, um noch schneller zu werden. Gleichwohl, wir haben wirklich so den eisernen Grundsatz, be first, but first be right. Also, Korrektheit geht immer über das Tempo. Aber klar, also gerade wenn man hetzt, ist natürlich die Gefahr schon da, dass man einfach auch schludrig schafft. Das wollte ich jetzt nicht kleinreden. Ich werde das Thema ein bisschen erweitern um die ganze Social-Media-Thematik, die wir vorhin zwar schon angeschnitten haben, aber damit komme ich auf mein Beispiel. Ich habe nicht einen Beitrag aus dem Tele-Bern-Archiv da, sondern ich habe ein Video mitgenommen. Ein Video, das Tausende, Hunderte, Hunderttausende gibt auf Social Media, wo man schnell anschauen will. Das war auf Plattformen wie Facebook, wie YouTube, ist dort immer noch drauf. Vielleicht können wir das schnell einspielen. Man sieht hier ein Video von einem offenbar Betrunkenen, der versucht, Gleis zu überqueren. Von hinten kommt der Zug her, ein Bauarbeiter sieht man am Gleisrand, wo irgendwann ist der Betrunkene gesehen. Und der eine tut beherzt eingreifen, wo er die Lage registriert. Er rennt führen, weil der Zug der kommt immer wie näher in einem Affenzahn. Und kurz bevor es zum Unglück kommt, hechtet er über die Schiene, nimmt den Betrunkenen mit und fertig. So, das Video ist irgendwann viral aufgeschaltet worden und ist viral gegangen. Wir sehen hier unglaubliche Bilder. Wir sehen aber auch Bilder, die wir unglaublicherweise nicht sagen können, stimmen die so oder nicht. Ich sage bewusst auch, ich weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich sage einfach, es ist beides möglich. Ich komme als Videojournalist und als Chefredakteur von Tele Bern logischerweise aus der Filmbranche irgendwo durch raus. Und die Bilder können manipuliert sein. Eigentlich sollte das Video jetzt noch weiterlaufen. Es ist zwar hinten schwarz geworden, aber es sollte dann wieder ein Bild kommen. Darf ich die Regie noch mal bitten, das Video noch weiterzulaufen? Die Bilder können manipuliert sein, gerade wenn man an Social Media denkt, wo schlussendlich die Qualität, wo so Videos aufgeladen werden, eher minder ist. Also wir sehen auch hier, wir sehen nicht genau, sind die Bilder bearbeitet. Das kann hier ein Bildteilungseffekt drin sein. Das haben wir nämlich gesehen, das habe ich gestern in anderthalb Minuten schnell gemacht, relativ lapidare Maske gebastelt, wo man den Zug nicht sieht. Das könnte man als eine Einstellung aufgenommen haben und nachher könnte man den Zug als zweite Einstellung separat aufgenommen haben und das Ganze dann kombiniert haben. Das ist jemand, der die entsprechenden Programme hat und versiert damit kann umgehen, relativ schnell machbar. Ich würde sagen, da hat man nicht mehr als anderthalb, zwei Stunden für so ein Video zu bearbeiten und die perfekte Illusion zu machen. Was wollte ich damit sagen? Wir werden heute überflutet mit so Videos weltweit. Das passiert natürlich nicht vor der Haustür. Meistens wissen wir noch gar nicht genau, was passiert ist. Aber es sind natürlich spannende Sachen, wo man irgendwo in der Sendung als Schlusspunkt setzen kann, wo man irgendwo kann sagen kann, schaut mal, das haben wir noch im Internet gefunden. Hier sehen wir jetzt den ganzen Zug natürlich raus. Jetzt haben wir die Maske gesehen, wie man die Bildteilungsmaske, die man machen könnte. Aber ich sage, es ist nicht so gewesen, sondern es könnte manipuliert sein. Und ja, das Bild ist halt so eine von den letzten Bastionen. Man kann viel schreiben. Beim Interview mit den Personen direkt ist es schon schwieriger. Und wenn man das Bild selber sieht, ist es noch einmal viel schwieriger. Aber so aufzeigen, dass eben auch das nach gut alter Forrest Gump-Manier, wenn wir den Film jetzt zitieren, doch möglich ist, eigentlich jedes Bild zu faken. Insofern, wie geht ihr mit dieser Flut an Nachrichten, die euch jeden Tag über die Social Media Kanäle erreicht, die für euch durchaus sein könnte, das wäre ein spannendes Thema, das wäre noch lustig, das könnte man ja platzieren. Wie geht ihr mit dem um? Und man doch ehrlicherweise muss sagen, das ist gar nicht verifizierbar, ob das so ist oder nicht. Wolf, möchtest du vielleicht? Ja, es gibt sicher im ersten Bereich mal eine Triage. Für uns als Lokalmedium ist es mal klar, dass uns die Sachen, die ziemlich sicher von der Haustür passieren, viel mehr interessieren als der Rest weiterum. Und ich glaube, da gibt es noch so ein paar Vorteile, die die Nähe vom lokal verankerten Journalismus eben schon hat. Dass man vielleicht eben Lokalitäten kennt oder auch weiss, die Fassade von diesem Haus sieht schon lange nicht mehr so aus. Das Video ist zwar auch echt, es ist aber 4 Jahre her.
und wird jetzt in einen anderen Zusammenhang gebracht. Es hat zum Beispiel auch die, in Deutschland die Videos gegeben, wo Leute Filialen plündert haben. Dann nach dem, vor dem Lockdown, einfach aus Angst, dass sie zu wenig Lebensmittel haben. Es hat sich dann gezeigt, dass sie Bilder waren, wo Aldi ein Sonderangebot von billigen Computern hatte, wo die Leute nicht Bude gestürmt haben. Im anderen Zusammenhang gebracht, mit einer Einblenderung, hat es, wie das Video gezeigt ist, funktioniert. Und ich glaube, wenn man dort die Situation kennt und zum Beispiel die Stadt und die Örtlichkeit kennt und weiss, das kann nicht heute Morgen gewesen sein, ich bin ja dort noch durchgekommen und so weiter, das ist durch die beste Art und Weise. Und bei den anderen Sachen kommt, glaube ich, wirklich einfach das journalistische Handwerk dazu, das nach wie vor gilt, egal welche Quelle das ist. Überprüfen, schauen und extrem sensibel werden, wie der Patrick das als Beispiel vorhin gebracht hat, was Absender angeht, wo man vielleicht mit der Zeit auch ein Muster erkennen kann, bei E-Mail-Adressen, die nicht seriös wirken, die in einer Minute aufgeschaltet sind, oder auch bei eben unbekannten Absendern, wo man bis jetzt noch nie etwas davon hat gehört. Patrick Feutz, ist man der als Herausgeber von der Zeitung manchmal nicht auch Opfer, wenn man einfach gehört, die machen eh nur Fake News, die sind genau die Medien, die immer das Schlechte schreiben und beziehen sich aber in Tat und Wahrheit gar nicht auf jetzt in diesem Fall der Bund oder auf die Berner Zeitung oder auf eine SDA-Meldung, sondern einfach pauschal wird gesagt, die Medien erzählen sich und meinen vielleicht im Hinterkopf tatsächlich nicht die seriösen Medien, sondern irgendetwas auf einem Social-Media-Kanal ist gepostet worden. Wie wehrt man sich gegen so eine steigende Kritik am eigenen Schaffen? Aber die Vermischung findet statt, das ist klar. Man kann sich sehr gut dagegen wehren, indem man einfach die eigene Arbeitsweise sehr transparent macht. Also wir haben bei uns auch im Lokalen die Regeln, wenn etwas, was wir geschrieben haben, falsch ist, wird das sofort korrigiert. Es wird online am Schluss des Artikels geschrieben, in der ersten Version ist der Name falsch gewesen oder die Zahl falsch gewesen. Und wenn es eine gröbere Fehleinschätzung ist, dann wird auch das transparent gemacht. Und das Gleiche auch im Print. Also ich bin für eine sehr offensive Korrekturkultur, Fehlerkultur. Damit, was ich überbringe, was wir nicht korrigieren, stimmt. Und dem könnt ihr vertrauen. Jetzt hat das manchmal ein bisschen unerwünschten Effekt, indem das die Leser dann schreiben, das ist erschrecklich, wie viele Fehler ihr habt. Und ich versuche ihnen dann herbeizubringen, früher haben wir Fehler einfach nicht gesagt. Fehler machen alle. Heute stehen wir zu jedem Fehler. Und was nicht korrigiert ist, stimmt, auf das könnt ihr nicht verlassen. Also ich glaube, einfach Transparenz und eine offensive Korrekturkultur können ein Beitrag sein, für die Glaubwürdigkeit in den Medien zu erhalten. Nicole, wir hatten jetzt von einer Flut an Nachrichten gehabt, aber aus, sagen wir mal, Social Media Kanälen, die nicht klassische Medien sind, wo näher die Glaubwürdigkeit anprangert wird. Inwiefern glaubst du, dass die Leute gerade in dieser Zeit noch viel mehr darauf schauen, was für Medien sie konsumieren, wo für sie, wo von ihnen aus quasi das Richtige sagen oder die Wahrheit sagen? Oh, eine grosse Frage. Ich glaube, da gibt es viele Medienwissenschaftler, die sich mit dem beschäftigen. Ich denke, es ist für uns einfach wichtig, als Grundlieferant für alle Medien im Land, dass wir wirklich wahnsinnig sauber arbeiten und uns keine Fehler leisten. Und wir haben auch eine sehr offensive Fehlerkultur, wie es der Patrick geschildert hat. Bei uns wird wirklich alles korrigiert, wie sich sonst einfach in Windeseile verbreitet. Oder wenn wir eine News rauslassen, dann kann es einfach sein, dass das innerhalb weniger Minuten wirklich eigentlich auf allen Online-Portalen in der Schweiz drauf ist. Und zwar, wir sind ja auch noch dreisprachig, also Deutsch, Französisch, Italienisch. Wenn man dort nicht umgehend korrigiert, dann ist wirklich ein riesengroßes Problem. Wolf Röcken, aktuelles Thema Corona, das uns seit Anfangsjahr beschäftigt, glaube so, wie es hier nichts anderes beschäftigt hat, in der Art und Weise, wo wir glaube selber alle, die als Journalist Anfangsjahr nicht gedacht hätten, in was wir jetzt da innen sind. Und auch sofort hat sich dort herauskristallisiert, entweder für die Politiker mischt, oder dann sind es die Medien, die mich erzählen, gerade wenn es um die bekannten Fallzahlen geht, im Vergleich zu den Testergebnissen und so weiter und so fort. Also uns wird in dieser Corona-Krise jetzt inzwischen permanent eigentlich tagtäglich Lügenpresse vorgeworfen. Warum ist das so? Ich glaube, weil das Ganze einfach ganz neue Dimension annimmt. Auch bei sonst Krankheit oder im Gesundheitsbereich kann man in vielen Fällen Erfahrungen absetzen, auf die abstützen. Das ist bei Corona nicht der Fall. Es gibt keine Langzeitstudien, es gibt keine Langzeiterfahrungen.
Und gleichzeitig gibt es aber die Möglichkeit, dank der Technologie in alle anderen Länder zu schauen und sich auch zu vergleichen. Sonst wüssten wir nicht, wie Asien würde dastehen, Italien, Schweden. Das ist sehr transparent, fast stündlich nachzuverfolgen, wie die Situation eigentlich ist. Und ich glaube, dass die Gemengelage und mit der Wucht, wo das Thema oder der Virus ist reingekommen, dass die Situation noch gar nicht gegeben hat und dass viele auch überfordert waren. Es hat ja auch die ganz vielen Dashboards, also wo man ganz viele Zahlen probiert aufzulisten, um Entwicklungen nachzuzeichnen, die sich aber auch, wenn man sich die anschaut, wie die im April aufgestellt waren, die sich bis jetzt auch stark geändert haben. Zum Beispiel, dass man nicht nur oder nicht ausschließlich Fallzahlen zeigt, sondern eben Hospitalisierung, bisher zu Hospitalisierungsraten. Also wirklich im ganzen Prozess hat es laufend eigentlich weiterentwickelt. Ich glaube, das ist der einzige Weg, der probieren immer besser zu werden und die Zahlen, die eigentlich massgebend und interessant sind. Es bleibt natürlich der Vorwurf im Raum, woher hat er die Zahlen, woher bezieht er die? Und da ist am Schluss hier in der Schweiz das Bundesamt gestanden, wo der ganze Prozess mit einigen Fehlern jetzt halt auch durchgemacht hat in den letzten Monaten. Also ich weiß, einerseits ist das Bedürfnis da, möglichst viele Informationen zu bekommen. Das sehen wir quer durch die Medien durch, wie die angeschaut, gelesen, abgerufen werden. Andererseits eben, wie gleichermaßen gesagt, die lügen und das stimmt alles nicht, hat das auch damit zu tun, dass die Leute grundsätzlich vom Thema einfach auch genug haben und am liebsten gar nicht mehr hören. Also ich glaube, das kann jeder bei sich selber ja beobachten. Wir hatten effektiv Abstellungen von Leuten, die gesagt haben, ich muss mich schützen. Ich schaue nicht im Fernsehen, höre nicht im Radio, schaue das Handy nicht mehr an und ich will keine Zeitung mehr lesen. Das sind wie psychologische, menschliche Sachen, die da spielen. Und das andere ist die paradoxe Situation. Es ist einem zu viel, es macht einem kaputt und gleichzeitig hat man irgendein riesiges Informationsbedürfnis. Gehen die Zahlen vielleicht doch ab? Hat irgendeiner einen Impfstoff erfunden, der alles wie weggezaubert ist und vorbei ist? In diesem Widerspruch sind unsere Leserinnen und Leser. In diesem Widerspruch, wie viel berichtet man über Corona und wie viel nicht, sind wir als Medien. Ich glaube, das sind wir alle im gleichen Spannungsfeld. Wichtig, denke ich mir bei ihm, Kritik an Medien, ich grundsätzlich finde das etwas sehr Hilfreiches, wenn irgendetwas Substanzielles dahinter ist. Ich glaube, gerade in der Berichterstattung über Corona haben wir auch dank kritische Stimmen aus der Leserschaft Fortschritte gemacht. Gerade heute Morgen wieder eine bekommen. Kanton Bern, Sterbezahlen, die steigen. Und ja, wir haben es wieder vergessen, die ins Verhältnis zur saisonalen Sterblichkeit zu bringen. Also ich bin sehr dankbar um viele Hinweise aus der Leserschaft. Das soll ein Austausch sein, das bringt uns weiter. Selbstverständlich mit dem, der einfach sagt, ihr lügt sowieso, alles ist erfunden, kann man wenig anfangen. Aber wenn es darum geht, dass wir unsere Arbeit verbessern und die Leute das besser verstehen, was wir machen, dann bin ich sehr dankbar für Input aus der Leserschaft. Nicole, habt ihr eigentlich bei der SDA Rückmeldungen? Ja, sehr gute Frage. Das ist wirklich relativ neu. Ich glaube, wir haben bis vor kurzem haben wir kaum je Zuschriften bekommen von Endkunden, also von Leserinnen und Lesern, sei es jetzt Bund, Berner Zeitung, Tagesanzeiger, Watson Online, Blick Online, was auch immer. Viele Leserinnen und Leser wissen das gar nicht, dass die ursprüngliche Meldung eigentlich von der Agentur kommt, sondern wenn ihnen etwas nicht passt, dann greifen sie vielleicht den Bund direkt an und sagen, was haben die für Seich geschrieben? Das ist relativ neu, dass das wirklich zu uns kommt. Und leider ist das auch etwas Unschönes, weil es sind so die hässlichen Mails, die kommen, so die ohne Anschrift, ohne Anstand, reine Angriffe, Vorwürfe mit unmöglichsten Emojis, die man irgendwo noch findet in seinem Repertoire. Das ist wirklich relativ unschön, muss ich sagen. Das ist für uns etwas ganz Neues. Wir haben auch nicht eine Stelle, die sich irgendwie um das kümmert. Das Social-Media-Team von uns, das bin eigentlich fast ich. Was ich jetzt halt einfach mache, wenn so wie es Patrick geschildert hat, wenn wirklich gute Inputs kommen. Eben gute Fragen. Warum haben das jetzt nicht in Relation gesetzt zu der saisonalen Sterblichkeit, zum Alter, zu den Hospitalisierungen im März und so weiter? Dann kläre ich das auch intern ab und gebe dann den Leuten auch Auskunft. Also, das mache ich. Aber das ist ganz etwas Neues für uns. Noch schnell ein Wort, nicht als Moderator von dieser Runde, sondern als Chefredakteur Tele Bern. Ich tue dich da beipflicht, weil wir genau das gleiche Phänomen bei uns auch haben. Wir hatten zwar immer Zuschriften gehabt, aber die haben in einem Mass innerhalb vom letzten Jahr zugenommen. Nicht nur wegen Corona, aber auch,
die ich bis dato auch noch nicht erlebt habe. Und ich habe so ein bisschen das gleiche Problem wie du. Ich habe auch nicht eigene Stelle bei uns in der Redaktion, die das jetzt bearbeitet wird. Da bleibt auch viel an mir hängen. Darum weiss ich auch, um was für Meldungen dass es geht. Viele halt im Wortlaut auch eher unschön, wie es du beschrieben hast. Wie sieht das bei euch aus? Hat Feedback zugenommen? Ich stelle einfach eine gewisse Verstärkung von der Skepsis fest, eine Verstärkung von der Kritik fest beim Leser oder beim Zuschauer, die sich aber ihre Art und Weise äußert, wie ich es bis noch vor einem Jahr nicht gekannt habe. Also wir haben immer offenbar sehr engagierte Leserschaft gehabt. Also wir haben immer einen hohen Anteil von Leuten, die sich melden, die zum Teil lange Mails schreiben. Nein, ich habe jetzt nicht Veränderung in der Anzahl gesehen, auch im Stil nicht. Die grobschlächtigen Sachen hat es immer gegeben. Das ist so ein bisschen, für mich hat das so ein bisschen in den 90er Jahren angefangen mit Polarisierung von Schweizer Politik. Und dann hat das ein bisschen zugenommen. Selbstverständlich jetzt wirklich auch gerade das sehr verwirrte Zeug, wirklich der Corona-Leugner, von dem kommt doch etwas. Aber es ist nicht jetzt eine spürbare Zunahme bei uns. Wolf, wir sind schon in der Schlussrunde. Es ist unglaublich. Die Stunde ist vorbei. Darum stelle ich jetzt nicht die gleiche Frage an Patrick, sondern frage dich, für die Schlussrunde einzuläuten. Was haben die Medien für dich jetzt, Stand heute, für eine Bedeutung? Und sind wir immer noch die vierte Gewalt, wie es Dieter Fahrer in diesem Film hat gesagt? Ja, ich hoffe, das ist so und wird auch noch so lang bleiben. Also Bedeutung haben sie, glaube ich, vielleicht sogar wachsende, weil es eben eine stärkere Kompassfunktion könnte geben, weil so viele verschiedene Medienarten sind aufgekommen. Also selber etwas zu publizieren und in der kurzen Zeit das Publikum zu erreichen, ist natürlich wesentlich einfacher, als es früher war. Einfach, woher der Absender kommt, ob es wirklich transparent ist, um zu sagen, wer es ist, wo das sendet, was dahinter steckt, woher das Geld kommt, das wird immer ein bisschen schwieriger. Und darum glaube ich, dass, weil wir auch in diesem Bereich arbeiten, bei den bezahlten Medien, dass wir da ganz klar die Aufgabe haben von dem Kompass und dass die Bedeutung sehr stark sogar noch wird wachsen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Nicole, wie siehst du die Bedeutung der Medien? Ja, ich finde, wir müssen unbedingt darum kämpfen, dass wir die vierte Gewalt bleiben oder sogar unsere Stellung noch ausbauen. Ich sehe da zwei Verteidigen auch, höre ich so daraus raus? Ja, verteidigen. Unbedingt. Ich sehe es schon im Moment in Gefahr. Ich sehe da aber jetzt in der Schweizer Medienlandschaft zwei gegensätzliche Trends. Eines habe ich vorher schon mal angedeutet. Einerseits haben wir eine Medienkonzentration. Die Vielfalt schwindet. Das macht mir eher ein Sorge. Ich denke, irgendwann ist ein kritischer Punkt erreicht, wo man nicht mehr von Vielfalt reden kann. Ich hoffe, das passiert nicht. Und das andere ist das, eben, dass man auch wirklich investiert in spezielle Teams, in Recherchedesks, in Faktencheck-Teams, in Datenjournalismus, wo man eben gerade selber an Daten angeht und sich die nicht noch aufbereiten lässt. Also das stimmt mich wieder total positiv und ich hoffe, das kommt gut in den nächsten Jahren. Denn wir können das wirklich. Patrick, auch noch kurz deine Sicht der Dinge über die Bedeutung von Journalismus, ganz kurz leider. Das ist etwas, was Corona hat gezeigt. Das Informationsbedürfnis, gerade in Krisenzeiten, riesengroß. Das Informationsbedürfnis nach Einordnung, nach Qualitätsinformation ist riesengroß. Ich hoffe, es bleibt etwas von dem noch, von den jetzt schönen Abozahlen, wenn das Virus weggeht. Wunderbar. Merci vielmals für die entspannte Runde und die engagierte Debatte. Merci Nicole Meyer, Wolf Röcken, Patrick Feuz. Ja, meine Damen und Herren, das war es zum Thema Fake News.